It's just me, myself, and I. So it's all right until I die. Cause I got me for life. Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Wir sind wieder am Start mit wieder genesener Stimme, wieder genesenem Max und mit einer neuen Episode der Serie, in der es darum geht, mit einem Spieler das gegnerische Team komplett auseinanderzunehmen. Natürlich in Kombination mit 10 weiteren Feldspielern bzw. 10 weiteren Spielern auf dem Feld. Allerdings an sich geht es um diesen einen spezifischen Spieler. Und ihr seht es bereits im Thumbnail und ihr seht es bereits im Titel und ihr seht es bereits überall, wo es irgendwo geht. Es geht um eine absolute portugiesische Legende, die hoffentlich bald eine Hannover-Legende ist. Je nachdem, ob wir es schaffen, ja, den Nichtabstieg abzuwenden. Nee, den Abstieg abzuwenden. Den Nichtabstieg, das wäre eigentlich auch ganz schön, wenn wir den einfach schaffen würden und nicht abwenden. Oder auch nicht. Wenn es euch heute gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Links in der Videobeschreibung zu Instagram. Auf jeden Fall auschecken. Ganz, ganz wichtig dazu. Twitter, Facebook, Randyrun könnt ihr auch vorbeischauen, wenn ihr wollt. Aber der Like, das ist die beste Unterstützung für euch. Nur ein kleiner Klick, für mich eine große Bedeutung und von daher auf jeden Fall das durchziehen. So, Freunde, es gibt ein sehr interessantes Neulingsvoice, mit dem ich auf diese Episode bereits einmal aufgenommen. Allerdings hat das Ganze nicht so gut funktioniert, denn, naja, wie soll ich sagen, Soundspur, Audacity meinte, nicht so synchron mit der Webcam und dementsprechend muss ich das Ganze nochmal machen. Ich habe mega gute Laune, wie ihr schon merkt. Allerdings muss ich dazu sagen, die letzte Episode hat mich ein bisschen abgefuckt. Warum? Komme ich gleich nochmal genauer zu. Zunächst einmal, ja, es hängt noch alles viel mehr an diesem Stürmer. Es hängt nicht nur der Nichtabstieg von Hannover an ihm, es hängt jetzt mittlerweile auch wirklich alles an ihm, denn Adam Scholloy fällt auch noch aus. Das heißt, es geht nur noch bei 96 über eine Person. Okay, vielleicht spielt Soberg, aber es geht an sich nur über eine Person. Und zwar den einzigen Torschützen von Hannover in der Rückrunde bisher. Es geht heute in der Episode um Hugo Almeida. Liga Upgrade 75er Goldkarte. Wir kommen gleich näher zu ihm. Zunächst einmal das Team Carrasso im Tor. Dann Lamine Sané mit Karam Bodji in der Innenverteidigung. Rechts Jeremy, nee, Quatsch, gar nicht. Anthony Van den Borre mit 4-Star Skills. Links Cane Erkin davor. Raul Meireles, Salif Sané, der Bruder von Lamine Sané. Also die Sané. Nee, Brüder, dann haben wir hier Henri Saivé, Neuzugang von Newcastle, genauso wie Andros Townsend. Und wir haben Hugo Almeida und Gustavo, nein, Silvestre Varela mit 5-Star Weakfoot und 4-Star Skills, der ehemalige 5-Star Skiller. So, Hugo Almeida, was ist das Besondere an ihm? 800 Münzen kostet er bisher, 2 Spiele, 2 Tore, hat euch gerne gezeigt, kann ich aber nicht. Mittel-Mittel-Arbeitsrate, 1,91 groß, 3 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot, die linke, absolute super Wuchtbrummel, Klebe, alles mögliche. Der Kerl hat einen Schuss wie ein Strich, wer es nicht kennt, schaut euch mal das Tor bei Beşiktaş an der 35-Meter-Frasche, so allgemein fast alle Tore von dem. Der hat einen unglaublich genialen linken Fuß, 79 Shooting dafür, 87 Schusskraft, 82 Physis dazu, 93 Körperstärke und 61 Tempo plus 10. Ja, plus 10, ich kann gerade nicht noch, ich kann plus 10 Tempo im Vergleich zur letzten Karte, die Silber war und bei Anji Machatschkala. Und naja, mittlerweile ist er in der Bundesliga, vielleicht deswegen das Upgrade keiner verstanden, warum er es überhaupt bekommen hat, aber er hat es und dementsprechend werden wir ausprobieren, ob wir mit dem Gegner richtig auseinanderrippen können. Warum ich den an sich nicht so geil finde, beziehungsweise warum ich den nicht öfter spielen werde oder nicht in Team einbauen werde, erkläre ich euch gleich. Aber erstmal suchen wir einen Gegner und sehen uns dann gleich hier. Die Latenz sah für eine ganze Zeit lang nicht so geil aus, aber es geht anscheinend. Wir haben ein italienisches Team mit Chiellini, mit Miranda, mit Zuniga, mit Abate, mit Andanovic, mit Marchesio, mit Nainggolan, mit Pjanic, mit Cantreva, Dumbia und Gervinho. So, kommen wir ganz kurz dazu. Wir haben natürlich bei 96 jetzt die Trikots eingestellt. Rücknummer 5 für Salif Sané, Rücknummer 22 für Hugo Almeida. Und warum mag ich es denn nicht so gerne mit dem zu spielen, beziehungsweise was turnt mich dann ab an dieser Karte von Hugo Almeida? An der Karte kann ich schon mal sagen, eigentlich gar nichts. Die Werte sind in Ordnung, der Abschluss ist nicht so geil. Für Ultimate Team vielleicht nicht optimal, aber geht auf jeden Fall. Was das Schlimme ist, das sehen wir hier. Freunde, was ist das? Das ist nicht Almeida. Es steht bei Sofia, dass er ein reales Gesicht hat. Damit kann ich nur gemeint sein, dass er irgendwie als Karte ein reales Gesicht hat, weil das müsste normalerweise heißen, dass er halt ein reales Gesicht hat in-game. Also, dass man sein Face, ne, so, also quasi, aber hat man nicht, weil das sieht, man kann eine Person daneben stehen, die absolut nicht aussieht wie Almeida. Die sieht trotzdem noch mehr aus wie Almeida als dieses Ding da. Also das geht absolut überhaupt nicht klar. Was ist das denn? Das geht absolut überhaupt nicht klar und dementsprechend komplett inakzeptabel. Schade, sei weh, dass sie das so verkackt haben. Und deswegen spiele ich nicht gerne mit dem, weil das ist für mich halt nicht Almeida, sondern irgendein Random. Und dann kann ich ganz ehrlich auch mit Bendtner spielen, weil der sieht wenigstens aus wie Bendtner. Und ja, naja, auf geht's. 1-0. Juhu, das ging viel zu schnell. Und ja, ich weiß, ich muss an meiner Defensive arbeiten, aber das Spiel laggt. Es laggt und da kann ich dann schlecht was machen. Außerdem kann ich ja schlecht in Soniga reinrennen im Zweikampf. Und warum da absolut niemand bei Dumbia steht, weiß ich auch nicht. Naja.
guckt euch an, wie das laggt. Das ist scheiße. Den Four-Star Skill, den Rechtsverteidiger. Jeremy Anthony. Warum sage ich die ganze Zeit Jeremy? Ich weiß es nicht. Komm, er will den Trick nicht machen. Okay, dann geht er so vorbei. Jetzt muss Almeida sich gut postieren in der Mitte. Aber da hinten steht Silvestre Varela. Nein! Salve, irgendwie, bitte. Och Mann, lass dich doch wenigstens fallen, wenn du schon einen Clothesline abbekommst. Egal, Townsend. Almeida! Schade. Salo! Den habe ich schon drin gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Geile ist, wir haben zwei Sanés, die sehen exakt gleich aus irgendwie in FIFA und die sind beide saukopfballstark. Das ist irgendwie total lustig. Och nö, warum kann ich denn niemanden anwählen? Gott sei Dank schießt der drüber. Also das ist ein cooles Problem bei Lex, weil es dauert halt, bis der Spieler gewechselt wird und dann hast du schon ein zweites Mal geklickt, weil du einfach denkst, der Spieler hat es nicht angenommen, dass du auf Spieler wechseln gedrückt hast und dann wechselst du nochmal und das war wieder so eine typische Aktion, die einfach total dämlich ist und da war auch wieder der Spielerwechsel ideal und deswegen steht es 2-0. Da könnte ich schon wieder meinen Controller werfen, aber ich habe die Taschenlampe. Meine Fresse nochmal. Ah, sorry, das hat auch nichts mit schlechter Verteidigung zu tun, das ist einfach beschissen. Sorry, das kann man nichts machen. Almeida wieder mit der Art, das ist, wer ist das? Handanovic, die Bratwurst. Gut, wir spielen mit Hannover-Trikots, ne, es ist irgendwo klar, dass wir verlieren, aber nicht so trostlos, bitte. Flanke auf Sané, oh Mann, schon wieder Handanovic. Was ist das? Er geht durch mich durch, ich hab keinen Bock auf so eine Scheiße. Wirklich nicht, das macht keinen Spaß. Das hat auch nichts mit schlecht verteidigen zu tun, das ist einfach nur beschissen. Irgendwo ein bisschen KI, ein bisschen. Ich meine, guck dir das mal an, er geht einfach durch ihn durch. Und der andere steht komplett teilnahmslos daneben. Komm, Saive, jawohl, Anschlusstreffer, juhu. Guckt euch mal an, wie das leckt, Mann. Ey, ich kann überhaupt nichts machen. Ich habe schon viermal passen gedrückt und er passt ihn einfach nicht. Das ist scheiße. Wirklich. Mann, ihr, ey, was habt ihr für ein scheiß Spiel gemacht, Alter? Bringt doch nicht jedes Jahr eine unfertige Kacke raus. Warum leckt es genau in den Momenten, wenn ich den Ball kriegen könnte? Das ist einfach meine Fresse. So brauche ich auch kein FIFA mehr spielen. Wenn sich irgendwer noch fragt, warum spielst du kein Ultimate Team mehr oder sonst was, oder warum bist du nicht bei solchen scheiß Turnieren dabei? Ganz einfach, weil es keinen Spaß macht, weil es keinen Sinn ergibt, dieses Spiel zu spielen. Ich meine, was bringt es mir denn? Außer Nervenzusammenbruch. Oh, nicht mal so ein Ball geht rein, weil er natürlich grätschen muss. Natürlich. Kann er nicht einfach aufs Tor schießen? Nein, er muss grätschen. Werbung, warum man nicht FIFA spielen sollte. Ist doch beschissen, ey. Nur diese kleinen Mini-Lags an. Guck mal, das läuft nicht flüssig. Das nervt. Von mir aus ruckelt es. Ist mir doch scheißegal. Aber das hat der Sieg damit zu tun, dass ich diesen Angriff gerade verkackt habe. Aber es nervt einfach. Das macht keinen Spaß, so zu spielen. Und irgendwo beeinflusst es halt einfach auch das Spiel. Oh. Es ist unglaublich. Es ist echt beschissen. Da wäre Rusnak mit der Flanke gewesen, gerade eingewechselt, hat ja perverse Flankenwerte, aber nee, da kommt nicht ran. Almeida! Oh Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Was mache ich denn falsch? Warum darf Almeida nicht treffen? Ey, ist das bezeichnend? Drei Tore und alle drei von unseren zentralen Mittelfeldspielern. Von Sané, von Meireles und von Saive. Warum nicht vom Stürmer? Das ist das Einzige, was ich will. Schön von Almeida auf Varela. Erstmal ausgleichen. Mann. Das gibt's doch nicht. Was hält Handanovic denn alles? Weißt du, Carrasco hält keinen von diesen ganzen Wurstbällen da. Oh. Und dann verlierst du das auch noch so unverdient im Endeffekt.
Almeida war natürlich jetzt überhaupt kein Faktor, weil sie natürlich überhaupt nicht wollte. Das heißt, sie müssen noch ein Spiel machen. Das geht ja gar nicht anders. So, Freunde, schauen wir mal, ob es besser wird. Gerade eben habe ich eine 74 gesehen in diesem Matchscreen. Also bei Almeida, was mich verwundert hat. Cameron, irgendwelche Argentinier, Llorente, Houlahan, Barreto heißt er, Edgar Barreto. Ja, Bronze, keine Ahnung. Da fehlen mir die Worte. Das ist der eiskälteste Abschluss, den ich jemals in FIFA gesehen habe, und der kommt von Sané. Also, es geht mir eigentlich nur um Tor von Hugo mit diesem Almeida-Verschnitter. Aber mal sehen, ob ich das vielleicht auch noch hinkriege, irgendwann. Ist der aber gerade durch Carrasco durchgeflogen? Also der Typ war schon in der ersten Episode, die ich aufgenommen habe, eine richtige Bratwurst, ne? Bei dem musst du nur aus der Distanz schießen und der hat schon komplette Probleme bekommen. Aber das, ich meine, da wird er getunnelt und der ist einfach, also, naja. Der hat keine Chemie, wahrscheinlich juckt ihn das nicht, oder? Das hat nichts mit, also sorry, aber das hat nichts mit Verteidigen zu tun. Beim besten Willen nicht. Jetzt der Ball auf einem... kein Rechtsfuß, ne? Die Ironie ist übrigens, Sané hatte bereits in den vorherigen Episoden, also in der vorherigen Episode, ein Tor geschossen. Und jetzt in dem Spiel auch wieder. Und naja, irgendwie trifft er andauernd. Komisch eigentlich. Kann mir das mal einer erklären, warum Sané hier gerade eigentlich Mittelstürmer ist? Irgendwie, komm. Mir vollkommen egal, wie du das Tor machst. Hauptsache, du machst es. Jawoll! Yeah! In der letzten Episode war das so viel einfacher. Da hat er richtig aus seiner Haut gespielt und jetzt ist er irgendwie total untergetaucht. Aber ist mir egal, er trifft. Das reicht mir. Almeida. Es soll nicht sein. Es dürfen nur die Elfmeter-Tore sein. Die einfachen Dinger, die macht er. Die etwas anspruchsvolleren kennt er nicht. Kann er nicht. Sanés Ball auf Almeida und der kommt auch noch durch. Also Sané ist eine absolute Offenbarung hier. Almeida auf der Außen war natürlich eine Sache, die super passt. Auf Schalloy hat er die eine Flanke gebracht, aber hier kriege ich nur mal den Freistoß, immer in den Eckball. Ich wollte den Standard ganz gerne haben, den kriege ich jetzt auch. So, Meireles und zwar auf Sané. Ich sehe es schon kommen. Salif Sané. Kann aber nicht wahr sein. Wird der zweimal geklärt, einmal von der Latte und einmal auf der Linie. So, nochmal Town. Ah, schade. Nein, zu weit rausgeholt. Oh Mann, dieser Carrasco steht doch immer direkt 10 Meter vor dem Tor, wenn ich einmal auf Y drücke. Oh, der regt mich echt auf. Das ist so eine Grimpe. Na toll. Mit Quadrado komme ich schon die ganze Zeit nicht klar, weil der die ganze Zeit am Rumskillen ist und du kannst es halt dieses Jahr nicht verteidigen, weil sofort faul ist, wenn du ihn auch nur antickst, wenn du ihn anpustest. Es ist ein Foul, weil, weiß ich nicht. Total beschissen. So, Almeida. Ja. Was ist das? Ey, ganz ehrlich, Mann. Spiel doch einfach einen scheiß normalen Pass. Das kann doch nicht so schwer sein. Er hat keine Chemie, Raúl Meireles. Du hast welche. Auch wenn man es hier vielleicht nicht ganz anmerkt. Oh Mann, ey. Das ist echt zum Kotzen. Ich meine, gut, er hat keinen... Also, er ist nicht Linksfuß. Aber trotzdem, den Ball kann man besser spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, und wo ist jetzt Almeida in der Mitte? Weißt du, da muss da jetzt Meireles stehen. Und das war unterirdisch. Aber egal, immer ein Eckball. Vielleicht jetzt nochmal auf San... Nee. Wir machen das lang rein auf Sané. Ah, hätte ich mal kurz gemacht. So, jetzt ist aber Rusnak da. Rusnak. Schade. Nein. Das ist doch jetzt nicht... Also... Schon wieder so ein schlechter Kopfball. Warum kann man denn... Warum muss man sich dann einmal im Kreis drehen, bevor man aufs Tor köpft? Also, verstehe ich nicht. Schöne Grätsche von Sané, mit dem Pass auf Sané, mit dem Lupfer auf Salvé. Das wäre auch zu gut gewesen.
Oh, was für eine Ball mit. Oh mein Gott, es wäre das Traumtor gewesen. Das Traumtor. Nicht das Traumschiff, aber das Traumtor. Und der Pass war scheiße, aber Almeida ist ja da. Jetzt die Flanke. Ja. Der Mirelles ist echt, also irgendwie das Tor im letzten Spiel, haben wir ja gesehen, letzte Chance hat er vergeben und seitdem kann sie den komplett in die Tonne treten. Kriegt ja nichts mehr gebacken. Das Ding ist, ich kriege Almeida gar nicht in eine Schussposition, weil immer gleich 6 Leute um ihn rumstehen. Das ist halt echt nervig und du kannst dich da mit einem Mann mit seiner Größe und seinem, ja, Agilitäts- und Balancewert und seinem, ja, im Endeffekt auch nicht so schnellen Tempo, auch wenn es mittlerweile 61 ist, nicht einfach rausschlawinern. Das ist ein bisschen scheiße. So, jetzt hat er das gut gemacht. Ah, und dann, oh, ja, noch ist er am Ball, noch ist er am Ball, aber dann kommt noch einer dazwischen. Das ist, egal, wir spielen das jetzt sauber aus und da ist Merelesch und ja, jetzt auf einmal kann er wieder. Ich hätte vorhin einfach, obwohl hätte ich es nicht gesagt, hätte er wahrscheinlich den nicht reingemacht, aber ich habe es gesagt und jetzt trifft er. Ich verliere meinen Glauben an die Menschheit. Gott sei Dank ist Vandenborre da. Aber dieses Spiel zeigt einfach wieder alles. Also der hat, ihr habt es gesehen, er hat keine Chemie. Aber seine Spieler spielen trotzdem, als wären sie Gott. Oh, da war wieder ein guter Versuch von Almeida. Schöner Schuss. Das wäre lustig gewesen, wenn Sané im Weg gestanden hätte. So, Varela auf Sané. Sané mit dem Kopfballtor. Nein, kommt auf Rusnak. Und dann stehen sie sich gegenseitig im Weg. Na, das ist natürlich ideal. Almeida mit all seiner Agilität und natürlich trifft er die Latte. Egal, mein Ziel war sowieso, dass ich das mache, wofür Almeida das Upgrade bekommen hat. Und zwar ein Torschießen für Hannover 96. Und das habe ich jetzt quasi geschafft. Und das ist auch noch im roten Trikot. Ah, kriegt er nochmal den Ball. Komm, jetzt aber aus der Distanz. Nee. Die Episode wird übrigens sowas von Überlänge haben. Gott sei Dank, wir können es doch noch, weil, oh weil, das war wieder eine Partie, die du eigentlich so nicht brauchst. Almeida hat aber sein Tor gemacht und im Endeffekt war Salif Sané für mich der Man of the Match, müsste normalerweise auch die höchste Bewertung haben, denn der hat aus, ja, absolut genial gespielt. Ein Tor, 4 Schüsse, 4 aufs Tor, 23 von 27 erfolgreichen Pässen, also genial, 7 von 10 abgeschlossene Dribblings. Ein gewonnener Zweikampf, immerhin. Und minus 9 Fitness läuft bei ihm. Naja, was soll's. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. War zwar eine, ja, etwas kritische Episode wieder, was EA angeht, beziehungsweise meine Meinung zu EA, aber ich denke mal, das ist so verständlich. Ihr habt's gesehen, warum. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass Almeida so ein komplett verkacktes Gesicht hat. Ich meine ganz ehrlich, das ist voll der Klotz. Das ist total unproportional, wenn man sich das mal anguckt. Gehen wir vielleicht nochmal kurz aus dem Tor drauf. Ihr habt da gerade das Gesicht gesehen, ne? Und hier, das ist jetzt so, das ist, also, ich weiß nicht, so, keine Ahnung. Ich muss mal kurz, ne, falsch. Da ist richtig. Ne, doch nicht. Schiedsrichter, so, gehen wir mal so, da, so, und das ist das Gesicht von Almeida, also, absolut keine Ähnlichkeit, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren, was ihr davon haltet und, ja, warum dann da steht, in zumindest so FIFA, dass er ein reales Gesicht hat, vielleicht liegt es auch in so FIFA, ich habe keine Ahnung, na, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, haut rein und ciao.